kurz und fündig gegen rechts. Demos gegen Rechtsextremismus, wo protestiert wird. Stuttgarter Nachrichten. Protestwelle gegen Rechtsextremismus hält an. CDF heute. Zehntausende demonstrieren deutschlandweit gegen rechts. t-online.de. Solche und viele andere Schlagzeilen im Netz. Was aber ist rechts? Rechtsradikal? Rechtsextrem? Rechts, rechte Gesinnung. Eine politische Einstellung, die traditionelle Werte, konservative Ansichten und häufig eine Betonung von Hierarchie und Ordnung unterstützt. Rechtsradikal. Personen oder Gruppen, die extreme rechte Ansichten vertreten und oft autoritäre oder nationalistische Ideologien befürworten. Sie können auch Gewalt oder Diskriminierung gegenüber bestimmten Gruppen unterstützen. Rechtsextrem. Eine extremistische Ausrichtung, die die Errichtung einer autoritären oder totalitären Regierung anstrebt, oft basierend auf rassistischen, nationalistischen oder xenophoben Ideologien. Rechtsextreme neigen dazu, Gewalt und Hasspropaganda gegen Minderheiten zu unterstützen. Wenn ich mir aber so manche Demonstranten so anhöre, bin ich skeptisch, ob sie die Begriffe überhaupt kennen. Bro, guckst du? Rechts. Das bedeutet, dass man traditionelle Sachen mag und Ordnung wichtig findet. Rechtsradikal. Das sind Leute, die extrem rechts sind und manchmal auch Gewalt gutheißen. Rechtsextrem. Das sind die richtigen, heftigen Typen, die eine totalitäre Regierung wollen und Hass gegen Minderheiten verbreiten. Jetzt weißt du hoffentlich, warum Begriffe zu kennen so wichtig ist. Ach ja. Und falls du dich fragst, was es mit links auf sich hat, das erkläre ich in einem anderen Video.